war sozusagen ein Junkie, der aber mega viel Spaß am Haareschneiden hatte. Ich habe im Mangel gelebt, in Depressionen, in Alkohol- und Drogensucht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Underdogs. Mein Name ist Tina und ich hole Menschen vor die Kamera, die eine ziemlich krasse Lebensgeschichte hatten. Die von ganz unten sich nach oben hochgekämpft haben und dabei sehr viele Tiefschläge einstecken mussten. Wir wollen Menschen zeigen, dass egal in welcher Hölle sie gerade stecken, es immer einen Weg daraus gibt. Und wenn wir dabei nur einem Menschen helfen konnten, wieder auf die richtige Bahn zu kommen, und zwar auf die Bahn nach oben, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn YouTube belohnt nur die Videos, dessen Kanal auch abonniert wird. Heute bin ich bei Daniel zu Gast. Und Daniel ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Und Daniel hat in meinen Augen eine ziemlich krasse Lebensgeschichte, wie ich finde. Und ja, wir befinden uns hier gerade in deinem Oldschool-Barbershop. Daniel, was ist denn eigentlich ein Oldschool-Barbershop? Ja, ein Oldschool-Barbershop ist ein Barbershop, in dem viele Oldschool-Frisuren gemacht werden. Klassische Herrenabschnitte, gerade Konturen, Rasur, Nassrasur, sowie Bartschnitte, alles was für den Mann aus den früheren Jahren gab, aus den 50er, aus den 60ern. Mhm. Das wollte ich einfach wieder zurückholen in die 2022er. Und ja, einfach alte Sachen, die Tradition haben und Stil und Style. Und ich habe auch gehört, mittlerweile stehen die Leute ja ganz schön Schlange hier, ne? Also bei dir läuft es auf jeden Fall echt richtig gut und die Leute reisen sogar ziemlich weit an, um von dir einen Haarschnitt zu bekommen. Ist das richtig? Ja, das stimmt, das ist korrekt. Die Leute, die reisen teilweise aus Berlin und aus Fulda an, aus Kiel kam vor kurzem einer runter. Und ja, es ehrt mich natürlich und freut mich natürlich mega, dass die Leute so eine weite Strecke aufnehmen für einen Haarschnitt in Anführungsstrichen oder für eine Rasur. Ja. Das ist eine mega geile Sache, super. Sehr, sehr cool. Das freut mich auch. Und das war aber auch leider nicht immer so, richtig? Nein, auf keinen Fall. Das war nicht immer so. Ja, das heißt, du hast auch vor einigen Jahren auch noch in einem ziemlich krassen Drogen- und Alkoholsumpf gesteckt, richtig? Absolut, absolut. Also mein Leben sah nicht immer so aus, wie es jetzt aussieht. Sieht so erfolgreich und sah auch meine ganze Zeit lang ganz anders aus. So, dass ich mir einfach gar nicht mehr vorstellen konnte, wie ich in den nächsten Tag einlebe oder wie die nächste Zeit auszusehen hat. Ich habe im Mangel gelebt, in Depressionen, in Alkohol- und Drogensucht. Wann hat das angefangen? Es hat ungefähr angefangen vor 20 Jahren. Ich habe 20 Jahre ein Doppelleben gelebt. Ich habe meiner normalen Arbeit bin ich nachgekommen, habe alles gelernt ganz normal, habe aber das Doppelleben als Junkie geführt. Ich war sozusagen ein Junkie, der aber mega viel Spaß am Haare schneiden hatte. Was hast du dann genommen? Von Kokain, LSD, Amphetamine, Ecstasy, Alkohol, Tabak, Spielcasino, Marihuana. Ich habe die ganze Palette eigentlich durch, außer Heroin. Das heißt, du hast praktisch ein ganz normales Leben geführt, du bist arbeiten gegangen und hast dabei dann auch Drogen konsumiert. Ganz genau. Ich bin arbeiten gegangen ganz normal und wurde aber trotzdem die ganze Zeit von meiner Sucht gesteuert. Sprich, das fing morgens schon an mit einer Nase Kokain oder einer Nase Amphetamine, um erstmal den Tag reinzustarten. Zwei, drei Fläschchen Bier und dann ging es ab zur Arbeit. Das war mein Frühstück. Das ist krass. Absolut. Und deine Freundin und deine Mama standen dir auch in dieser Zeit auch die ganze Zeit zur Seite, richtig? Ja, meine Freundin, die habe ich jetzt seit 7 Jahren. Und in den 7 Jahren stand sie mir komplett zur Seite. Es gab Höhen, es gab Tiefen, mehr Tiefen als Höhen. Jetzt die letzten Jahre natürlich mehr Höhen. Aber in der Zeit davor, da war die wichtigste Person an meiner Seite meine Mutter. Also wenn ich meine Mutter nicht gehabt hätte, dann würden wir zwei das Interview jetzt hier heute garantiert nicht mehr führen. Was denkst du, wie haben die sich dabei gefühlt, dich so zu sehen, also so jeden Tag auch in dieser Sucht zu leben, jeden Tag auch mit, wahrscheinlich auch einfach mit den Auswirkungen, ja, zu kämpfen, weil du habt mir auch mal gemeinsam ein Bild gezeigt, wo du vor einer Klinik sitzt, ja, das blenden wir gleich auch mal ganz kurz ein, um einfach auch zu zeigen, was denkst du, wie haben sich die beiden dabei gefühlt? Ja, schlecht, nicht gut, haben sich viele Sorgen gemacht, mit Ängsten gelebt, Traurigkeit, Kummer. Und zu dem Zeitpunkt, als das aktuell war, hat
Hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, wie sich die beiden fühlen oder eher weniger? Ja, schon. Man hat sich schon teilweise Gedanken gemacht, aber ich muss auch dazu sagen, man wird einfach so extrem von der Sucht gesteuert, dass da wenig Platz ist für Gedanken, wie es anderen Menschen geht. Es kommt, zählt eigentlich nur die Sucht und du und wie kriege ich den nächsten Stoff her, wo kriege ich den nächsten Stoff her und ja. Also ein normales Leben gar nicht mehr wirklich möglich, richtig? Ein normales Leben war in der Form gar nicht möglich, nein. Ich hatte viele Masken, die ich mir aufsetzen konnte. Dadurch konnte ich 4 Jahre einiges vertuschen. Aber ein normales, glückliches Leben, nein, das war zu dieser Zeit einfach nicht möglich und auch nicht vorstellbar. Und was war für dich der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, so, jetzt höre ich einfach auf damit? Was ist passiert in deinem Leben, dass du jetzt gesagt hast, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich? Das war vor 3 Jahren, um die 2019 ungefähr, hatte ich eine ganz üble Erfahrung mit der Toilette. Das hört sich jetzt erstmal recht harmlos an. Es gab einen Tag, wo ich tierische Magenschmerzen hatte und 7 Stunden auf der Toilette verbracht habe oder 6. Und nach 4 Stunden kam meine Freundin zu mir und meinte nur, ey Daniel, du siehst irgendwie nicht mehr gut aus. Und mein Gesicht hatte die Farbe von der Wand komplett weiß und grau. Und nach 6 Stunden machte es auf einmal. Und ich guckte in die Toilette und die Toilette war voll mit altem Blutgerinnse. Und dann habe ich Schiss gekriegt, da habe ich Angst gekriegt. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber scheiße, Daniel. Davor die ganzen Abstürze und alles gut, das habe ich immer sogar noch gemocht, wenn ich abgestürzt bin. Da dachte ich, ey, das ist ein gutes Gefühl, guck mal, jetzt stürzt er ab, wow, das mochte ich immer. Da war es jetzt aber so, dass der Kopf gesagt hat, ey Daniel, scheiße, Alter, was ist hier los, was geht ab in dir? Und hat einfach nur Panik gekriegt und ja, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren nach dem Stuhlgang und die im Krankenhaus konnten mir aber nicht helfen, da die halt eigentlich in mich hineingucken konnten. Jetzt wollte ich aber nicht im Krankenhaus bleiben, dann sind wir nochmal nach Hause gefahren und dann sagte er, du musst mir versprechen, dass du morgen wiederkommst, haben mir schon vorher Tabletten gegeben zur Beruhigung, die habe ich alle im Auto genommen auf einmal, um mich einfach wieder auch high zu machen davon. Und ja, den nächsten Tag sind wir dann ins Krankenhaus gefahren und der Arzt hat mir eine Narkose gegeben, ich habe mich einmal geschüttelt, dann guckte der Arzt mich an, oh wow, wir haben hier einen. Und dann sagte ich, wie, wir haben ja einen, sagt er, das war deine Narkose, mein Freund. Und dann sagte ich nur, wow, wie, ja, sagt er, müssen wir über irgendwas reden, nimmst du irgendwas? Und dann habe ich mir angefangen, wo soll man anfangen, Alkohol, Drogen, Tabletten. Dann sagte ich nur, wow, wie. Und dann habe ich mir das aufgelistet, was ich konsumiere oder was zu dem Zeit mein Konsumplan war. Und das war der Punkt, wo du für dich festgestellt hast, jetzt muss ich etwas verändern? Ja, ich wollte erstmal die OP abwarten. Ich hatte immer noch vor der OP den Gedanken, ey, vielleicht ist es nicht so schlimm und ich fühle mein Suchtleben weiter. Hatte dann die OP und nach der OP sagte der Arzt zu mir, bei Ihnen ist es einfach, Herr Mikkelert, Ihr Darm, der wölbt sich nach außen und Ihre Organe fangen an, gegen Sie zu spielen, die möchten nicht mehr. Da kommen Veränderungen im Körper. Er sagte, ich habe hier 2 Karten für Sie. Einmal Leben und einmal den Tod. Sie können sich eine aussuchen. Hat sich umgedreht und ist gegangen. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Und wir sind dann nach Hause gefahren. Und wie das so ist beim Junkie oder beim Drogensüchtigen. Jetzt sagt einer, hey, du hast da die Lebens- und die Sterbenskarte. Und die Sucht ist aber auch noch da. Und die ersten 4 Tage hat dann die Sucht noch für mich gehandelt. Und nach 4 Tagen habe ich auch die ganze Zeit schon vorher gemerkt, dass mein Geschäft, meine Selbstständigkeit, die ich mir aufgebaut habe, dass sie kaputt geht an dem, was ich da fabriziere an mir und was ich da mache. Die Leute haben sich gefreut in der Stadt. Es gab Wettlisten auf mich, wann ich pleite gehen würde, wann ich scheitern würde durch meine Drogensucht. Die Leute haben erzählt, dass ich ein Junkie bin. Es wurde mir erzählt, dass ich zu nichts tauge, dass ich zu nichts in der Lage bin. Und wie hast du dich in diesem Moment gefühlt, als du davon erfahren hast? Scheiße, erniedrigt. Einfach nur, weil die Menschen einfach nur immer erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren und aber andere Leute sehr schnell bewerten können und deren Leben bewerten können. Und ich habe mich da verarscht gefühlt. Ich habe mich traurig, erniedrigt gefühlt. Ja, es war nicht da, war kein gutes Gefühl. Aber in dem Moment hast du trotzdem diesen Schmerz für dich genommen und hast ihn so gewandelt,
es dann für dich zu nutzen, anstatt gegen dich, oder? Genau, ganz genau, ganz genau. Ich kriege gerade Gänsehaut von dir. Die Angst habe ich als meinen größten Energieschub genommen. Ich habe einfach genommen, alles, wovor ich Angst hatte und was mir Kummer bereitet, habe ich umgeswitcht in eine positive Energie, um mir dadurch den Antrieb zu schaffen, um Neues zu kreieren. Quasi aus meiner Vergangenheit ein neues Leben zu kreieren. Das heißt, ich will gerne nochmal auf diesen Punkt kommen, weil ich mir ganz sicher bin, dass einfach super viele Menschen auch an diesem Punkt stehen, wo du damals gestanden hast. Ja, also wirklich so ein Fuß in dieser dunklen Schattenwelt und ein Fuß schon so in diese Lichtwelt machen wollen, aber einfach nicht wissen, wie schaffen sie es, den Schritt daraus? Was würdest du sagen, war für dich in dem Moment, als du dann von deinem Arzt erfahren hast, dass du, dass dein Körper sich gegen dich wendet, dass die ganze Stadt eigentlich gegen dich ist? Was war für dich dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt höre ich auf mit dem ganzen Scheiß? Für mich war der ausschlaggebende Punkt schon seit längerem, dass ich einfach von ganzem Alkohol- und Drogenkonsum einfach mehr Nebenwirkung als Wirkung hatte. Und das hat mich damals schon extrem gestört als Junkie. Du willst ja die volle Wirkung der Drogen haben und keine Nebenwirkung. Ich hatte einfach mehr Nebenwirkung als Wirkung. Okay. Und hatte irgendwann gesagt, ey, das macht mir keinen Spaß mehr. Dadurch kam dann auch das Körperliche hinzu. Aber der größte Motivator war für mich einfach die anderen Leute. Für mich war der größte Motivator, den Leuten zu zeigen, ey, ihr irrt euch da in einem Menschen ganz brutal, da ich einfach wusste immer, dass ich sehr gut Haare schneiden kann. Ich mochte aber auch immer nur Männerhaare schneiden, Damen, das habe ich immer nur gemacht, weil ich dazu gezwungen wurde, quasi in meiner Vergangenheit, einfach nur um Geld zu verdienen. Ich bin immer aber ein Mann, der nach Style arbeitet. Ich arbeite nach Style und nicht nach Geld. Ich arbeite für den Style und nicht für das Geld. Klar, wir verdienen alle gerne viel Geld, aber der Style ist mir einfach viel wichtiger. Und das wollte ich der Stadt zeigen. Ich wollte der Stadt und allen zeigen, ey, jetzt komme ich. Ja. Und jetzt nutze ich die Energie, die ihr mir zugeschoben habt, einfach und wandle die um und kreiere daraus etwas Schönes, etwas, was Glückliches für mich. Das war auch das, was mich so inspiriert hat an deiner Geschichte wirklich, wo ich auch totale Gänsehaut bekommen habe. Das war nicht genau der Moment, ich weiß noch, wo ich in diesem Laden war. Und es war so ein Laden, ja, der hat einfach nichts ausgesagt, ja. Denn dein Laden hieß ja noch irgendwie Airbnb. Genau. Und es war so alles und jeder hier drin. Ich war sogar hier drin, habe sogar Strähnchen gekriegt, ja. Obwohl jetzt nur noch Männer hier rein dürfen. Genau, ist korrekt. Und du hast wirklich von so einem Allerweltsladen, sage ich mal, einen Oldschool-Barbershop gemacht. Draußen steht ganz fett in Oldschool-Schrift die Rüpelbude dran. Genau. Wie hast du diesen Umsprung für dich geschafft? Weil es ist ja schon ein ziemlich krasser Schritt, ja, von irgendwie so Mischmasch hinzu, ich positioniere mich jetzt einfach hier wirklich als Oldschool-Barber. Ja, genau, also Oldschool-Barbershop, ich habe das ein wenig abgeleitet von einem holländischen Barber, der mich in meiner damaligen Zeit sehr inspiriert hat und heute immer noch sehr inspiriert. Das ist Gorem aus Rotterdam. Die Jungs, die haben mir echt geholfen, obwohl ich die nicht kenne, da einfach teilweise da Jungs drin sind, die einfach eine ähnliche Vergangenheit haben wie ich und die aber einfach drauf scheißen. Die scheißen drauf scheißen, was das System sagt, die drauf scheißen, was die Leute sagen, die einfach ihr Leben leben, wie sie es für richtig halten und dabei aber extrem gute Frisuren machen. So hat mich Skorem sehr geprägt mit dem Oldschool, mit den alten, kraftvollen Arbeiten und du würdest auch sagen, es ist auch mal wahrscheinlich ganz wichtig, in dieser Zeit auch einfach Menschen zu haben, die auch einen inspirieren. Ne? Also auch in so dunklen Zeiten auch jemanden zu haben, zu dem man aufblicken kann. Das war auf jeden Fall Skorem, so wie du jetzt sagst. War da sonst noch irgendjemand, der für dich auch eine Motivation war oder irgendetwas, was dir, sag ich mal, Licht in diese Schattenwelt geleuchtet hat? Es gab also wirklich zwei Freunde, die mir immer wieder Sprüche oder Ratschläge von der Seite gegeben haben, die ich aber umgewandelt habe für neuen Input. Zum Beispiel Fleiß schlägt Talent. Aus dem Fleiß schlägt Talent habe ich Folgendes hervorgerufen. Mach den Barbershop jeden Tag 12 Stunden auf, dann hast du 4 Stunden auf als jeder andere Shop in Unna. Damit schlägst du alles schachmatt. Das habe ich gemacht. Neue Öffnungszeiten, längere Öffnungszeiten als der Rest. Schon hatte ich die ersten Anrufe im Barbershop. Ey, du kannst euch 12 Stunden auflassen. Du kannst doch nicht über 8 Uhr auflassen. Denk mal an die Friseurfamilie. Denk mal an die Friseurregeln. Ey, what the fuck? Was für eine Familie? Was für Regeln? Vorher habe ich noch nie von diesen Leuten irgendwas gehört. Jetzt wollte ich alles anders machen als der Rest und hatte schon Anrufe, Neider, dies, das, jenes. Ich sage, wer ist denn da am Telefon? Ja, das wollen wir nicht sagen. Ich sage, melde dich doch wenigstens mit deinem Namen, damit ich mit dir was anfangen kann. Also auch immer wieder viel Gegenwind, ja? Viel Gegenwind, ja, absolut, ganz viel Gegenwind. Und den Gegenwind habe ich immer
zum positiven Energieschub umgeworfen. Das war immer das, wenn die Leute gesagt haben, das geht gar nicht, dann war für mich immer, dann hat es immer gekratzt am Hirn. Dann sagt ey Daniel, das ist wieder, da gibt dir wieder einer die Chance, was zu machen, was die anderen nicht machen. Und immer, wenn ein das geht gar nicht kommt, habe ich gesagt, das ist es. Und so ist der Name auch entstanden, die Rüpelbude. Dadurch, dass früher Airbnb geheißen, Hair, Barber and Beauty. Scheiß Beauty, damit konnte ich mich gar nicht in Verbindung setzen. Ich bin nicht schön, ich bin tätowiert. Das war einfach nicht meins. Ich habe schon immer die Rundbürste gehasst. Ich habe es immer gehasst, früher Frauen die Haare föhnen zu müssen, weil ich mich einfach nicht in die Dame hineinversetzen konnte. Ich konnte mir einfach nie das fertige Bild vorstellen, wie schaut die Dame denn am Ende aus. Deswegen war es für mich einfach immer so eine Hass, so ein Ekel. Dienstleistung. Und so habe ich gesagt, das Airbnb muss weg. Nur was nehme ich jetzt? Haircut, Only Man, Men's Hair, Schnipp, Schnapp, dies, das. Das ist alles, halt sind alles die universellen Namen, die es in jeder Großstadt oder in jeder Stadt gibt. Und das war für mich als eigene Marke, mittlerweile bin ich auch eine eigene, eingetragene Marke mit der Rüpelbude, war es einfach zu wenig, da ich immer die Vision hatte, ich möchte eine eigene Marke sein. Ich möchte was Universelles sein, was sonst keiner ist. So dachte ich, wie kannst du einen Shop kreieren und den Namen mit den Gästen gleichzeitig zu verbinden von der Straße. Ich brauchte was für die Männer und ich brauchte was für den Barbershop. Da für mich klar war, Frauen werde ich nicht mehr machen. Ich habe gesagt, alles nur noch das, was Spaß macht. Und Frauen machen mir einfach keinen Spaß. Also kommen Frauen weg. So kam ich dann irgendwann auf den Namen. Ey, meine Oma hat immer gesagt, du Rüpel. Eine Scheiße gebaut hast, du Rüpelchen, du Rüpel. Dann habe ich Rüpel für den Mann genommen. Und jeder, der im Ruhrpott lebt, der kennt das. Hey, Junge, geh doch mal runter zur Bude. Holst dir eine gemischte Tüte und ein Eis. So habe ich Bude für den Barbershop genommen und Rüpel für den Mann. Und zusammen wurde es dann die Rüpelbude. Sehr cool. Also wirklich echt eine Marke geworden. Von so, ich mache alles hin zu, ich mache nur noch das, was ich will. Genau. Und entgegen allem, was auch alle anderen sagen. Ganz genau, ganz genau. Das war meine erste Regel. Cool. Und was würdest du denn sagen, wenn die Leute einfach so daher sagen, ja, einmal Junkie, immer Junkie? Wie stehst du zu dieser Aussage jetzt aktuell? Würdest du sagen, du hast dich komplett verändert, dass du sagen würdest, niemals wieder? Oder wie würdest du jetzt deinen Wandel beschreiben? Hast du immer noch damit zu kämpfen, sage ich mal? Also ich lebe frei von Alkohol und chemischen Drogen. Ich denke, man sollte einfach mal ganz, ganz hart abgrenzen, über was man da redet. Die Leute sagen immer nur einmal Junkie, immer Junkie, gehen dann aber nach Hause und sagen, heute einmal Junkie, immer Junkie, machen sich erstmal zwei Bier auf und trinken zwei Bier, sind eigentlich selber Junkies, wollen aber das gar nicht wahrhaben. Die meisten Menschen sind ja noch nicht mal mehr ehrlich zu sich selbst. Sind wir mal ehrlich, wer reflektiert sich schon zu Hause? Gut, ich reflektiere mich, ich muss das machen, das ist wichtig für mich, dass ich mich reflektiere, damit ich sehe, ey, wo laufe ich hin? Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass Alkohol und chemische Drogen, egal welcher Art, dass sie keinen Platz in meinem Organismus zu suchen haben. Also da bin ich wirklich ganz, ganz hart drin. Und ich habe auch Freunde, die trinken neben mir Alkohol. Ey, alles gut, ist deren Sache. Aber ich muss da einfach sehr vorsichtig sein, was mich triggert und was mich nicht triggert. Das heißt also für dein Leben jetzt, sage ich mal, für die Zukunft, ist bei dir immer wieder so diese, wie so eine Alarmglocke, immer wieder zu schauen und immer extremst auf dich zu achten. Also, absolut, ja. absolut. Also ich reflektiere mich am Tag zweimal, manchmal auch dreimal, einfach um immer wieder zu gucken, ey, was lasse ich an mich ran, was gebe ich raus, mit welchen Leuten beschäftige ich mich, was mache ich gerade. Und das ist für mich wichtig, um auch einfach zu sehen, bewegst du dich in einen Mangel oder bist du noch im Erfolgsbereich, im positiven Bereich? Wie ist dein Energielevel? Da wir alle wissen, es dreht sich eigentlich alles um Energie. Wir sind alle gleich. Also was denkst du, braucht es, um es von ganz unten nach oben zu schaffen? Also von ganz unten nach ganz oben es zu schaffen, braucht man auf jeden Fall Mut, sich von den Leuten abzukapseln, seinen eigenen Weg zu gehen, sich treu zu bleiben und man braucht Disziplin und Fleiß. Fleiß und Disziplin bringen einen viele Schritte nach vorne und man sollte nicht nach links und rechts gucken, sondern einfach drauf scheißen, was die Leute sagen. Weil am Ende des Tages denken die Leute eh über ein, was sie denken wollen. Das können wir gar nicht beeinflussen, weil jeder denkt das, was er denken möchte am Ende des Tages. Aber das Wichtigste ist, dass du weißt, welche Schritte du gehst und wohin du gehst. Was ist jetzt wirklich dein konkreter Tipp in dem Moment,
wenn dann wirklich dieser ganze Gegenwind kommt und wenn dieser ganze Hate kommt, was hast du da jetzt nochmal für so einen ausschlaggebenden Tipp für die Menschen? Ja, wenn es wirklich so ist, dass der Gegenwind von links und rechts kommt und alles prasselt auf einen ein. Ich von meiner Seite habe es immer so gemacht, ich habe immer mir einen Spiegel genommen, in dem mein altes Leben ablief. Und habe mir vor innerlichen Augen mein altes Leben ablaufen lassen vom Spiegel mit den ganzen Abstürzen, den ganzen Lügnereien, dies, das, jedes, den ganzen Mangel, die ganzen Missgefühle, den ganzen Betrug vor dir selbst. Und habe ich mal gesagt, ey Daniel, du hast die Wahl. Wie der Arzt damals zu mir sagte, Leben oder Tod, du hast die Wahl. So habe ich die Wahl. Mangel oder Erfolg, du hast die Wahl. Du kannst jetzt auf den Rest hören. Ich mir einen Spiegel angeguckt, dann gehst du wieder in dein altes Leben zurück. Mhm. Oder aber du sagst dem den Rest, leck mich und ich zieh's durch. Es gibt nur einen Weg und das ist Step by Step und du musst dir einfach treu bleiben. Das ist Regel Nummer eins. Also genau das tun, was du einfach von Herzen willst. Ganz genau, das tun, was du von Herzen willst und ja, einfach dankbar auch sein, dankbar dafür sein, was du geschafft hast und dir täglich die Dankbarkeit selber aussprechen. Geh, nimm dir einen Spiegel, guck dir tief in die Augen und sag dir, wofür du dankbar bist. Was gibt dir diesen Schub? Welche Menschen haben dich dahin gebracht? Und das Wichtigste am Ende ist, du musst immer wieder sagen, dass du dich dahin bringst. Es geht alles von einem selber aus. Und es geht nicht davon aus, wer zu dir sagt, mach dies nicht, mach das nicht. Was meinst du, was bei mir los war, wo ich gesagt habe, es kommen keine Frauen mehr dran, nehm keine Frauen mehr dran? Was meine Mutter und meine Freundin? Die konnten das gar nicht sich vorstellen. Mhm. Aber am Ende des Tages sind sie, denke ich, jetzt verdammt stolz einfach auf mich, da ich einfach eine Vision hatte im Kopf und mich davon von nichts und der Welt einfach abbringen lasse. Und man muss das einfach durchziehen. Man muss dahinter stehen, wie als ob es dein eigener Atmen ist, als ob du jeden Atemzug da reinsteckst. Und wenn du da bist, dann gibt es einfach kein Zurück mehr. Da geht es einfach nur noch ganz steil nach vorne. Und dann merkst du auch die Erfolgsschritte. Und irgendwann merkst du halt auch, dass die anderen neidisch werden oder dass die Leute gucken und selbst dann, ich habe das einfach nie gesehen. Ich habe dann irgendwann sagten die Leute zu mir, ey, die haben 4 Friseure aufgemacht. Ey, was interessiert mich das, ob 4 Friseure hier aufmachen? Von mir aus kann noch 10 aufmachen. Ja. Es war mir immer Peng. Und das heißt, du hast jetzt wirklich dein Leben von früher, wo dein Alltag wirklich davon geprägt war, ein Doppelleben zu führen zwischen deiner Sucht und deiner Arbeit. Wie sieht jetzt dein Alltag aus? Womit hast du jetzt deinen Alltag gefüllt? Mein Alltag sieht sehr strukturiert aus. Ich stehe morgens auf, im besten Falle gehe ich in die Meditation vor der Arbeit. Du meditierst? Ich meditiere viel. Cool, würde man sonst nicht denken. Ne? Ja, ich gehe morgens in die Meditation und dann mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Komme hier im Barbershop an, recht früh morgens, zwischen 7:30 und 8 bin ich hier. Ich bin mittlerweile ein Morgenmensch geworden. Ich habe früher immer die Morgenstunden gehasst und die Nachtstunden geliebt. Mhm. Als Vampir damals noch. Jetzt okay. Bin ich einfach kein Vampir mehr und liebe einfach die Morgenstunden. Und ja, fahre dann ganz entspannt in meinen Barbershop bis um 19, 20 Uhr, fahre wieder nach Hause und gucke mir viele Lehrgänge abends an über verschiedene Kanäle, über Haarschneiden, Rasieren. Es ist einfach, Haareschneiden ist einfach mein Leben und mein Hobby noch dabei. Und stecke meine ganze Liebe jetzt in den Barbershop rein und unternehme natürlich viel mit meiner Freundin. Wir fliegen viel nach Mallorca, wo wir auch planen, ein zweites Standbein uns aufzubauen fürs nächste Jahr. Also Wir planen, international zu gehen, nicht nur national zu sein, sondern jetzt den nächsten Schritt auch einleiten, international gehen. Und wollen uns nochmal auf eine neue Reise begeben. Sehr cool. Also ich würde sagen, Daniel, You made it. Ja, das finde ich ja so inspirierend und das war auch der Grund, warum wir Underdogs gegründet haben, einfach zu zeigen, dass alles möglich ist und du hast gezeigt, dass alles möglich ist aus einem Leben, wo du gegen dich selbst gekämpft hast und dein Körper schon angefangen hat, gegen dich zu arbeiten, zu einem Leben voller Vision, voller Weiterentwicklung und ja, du bietet einen Raum für so viele geile Menschen, die hierher kommen und sich einfach noch geiler machen lassen, ja, mit einem tollen Haarschnitt und auch einem tollen
einfach auch einer tollen Bartfrisur, sage ich mal. Und das feiere ich extrem. Also wenn du auf jeden Fall mal irgendwann in Unna bist, dann geh unbedingt zu Daniel in den Laden. Ich kann es auf jeden Fall auch nur von meinem Mann aus sagen. Es ist immer ein ganz tolles Erlebnis und nicht nur einfach nur ein Haarschnitt, den man bekommt. Und das feiere ich extrem. So, finde ich auf jeden Fall cool. Und ja, Daniel, willst du abschließend noch irgendwas zu den Menschen dort draußen sagen? Gibt es irgendwie so das letzte Wort oder den letzten Satz, den du den Leuten mitgeben möchtest? Schaut auf euch, kehrt vor eurer Tür, bewertet die Menschen nicht immer nach dem Aussehen oder nach Tätowierungen oder was sie vielleicht mal in der Vergangenheit gesagt haben, sondern schaut auch mal auf die Leute, was für einen Weg sie gegangen sind und ja, denkt positiv, zeigt Nächstenliebe, dann geht es uns allen besser und das ist aber auch ein ganz großer Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ey Daniel, musst du auch an dir arbeiten und mittlerweile kann ich einfach daran sagen, wenn man an sich arbeitet und sich verändert, dann verändert sich auch die ganze Welt. Also schaut nicht nach draußen und schaut nicht nach links und rechts, wo der und der was sagt und der und der was sagt, sondern macht einfach mal den hier. Schaut doch einfach mal selber, wofür euch die Reise hingehen soll und dann arbeitet an euch. Und dann kann ich euch sagen, dann ist alles, aber wirklich auch alles möglich in diesem Leben. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mega für Underdogs, dass ihr... Oder dass du extra aus Mallorca angereist bist, extra in die Rüpelbühne gekommen bist und ist heute auch Premiere, da ja keine Frauen mehr in die Rüpelbude reinkommen. Ich muss sagen, außer morgens um 8 Uhr, ich habe da noch 3 Damen im Rockabilly-Bereich, die unbedingt von mir die Haare geschnitten haben wollen. Ich schneide euch auch weiter die Haare morgens um 8 Uhr, solange ihr keine anderen Männer hier seht. Alles gut. Und freue mich einfach mega auf das Projekt Underdog, was du da auf die Straße bringst und freue mich einfach, ein Teil davon sein zu dürfen und finde das grandios. Danke, mega. Daniel. Danke auf jeden Fall, dass ich herkommen durfte. Und ja, vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wollen auf jeden Fall aus Underdogs ein ganz großes Projekt machen und unbedingt auf das Plus drücken, auf Abonnieren drücken, um kein Interview mehr zu verpassen. Und ja, danke für alles. Super.